Hallo, einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht. Einen tollen Start ins Wochenende und eine wunderschöne neue Woche wünsche ich dir. Je nachdem, wann du dieses Video schaust, such dir einen Satz aus. Ich bin Dani und ich nehme dich mit auf meine kleine asiatische Rundreise. Jawohl, ihr habt es alle schon im Thumbnail gesehen, meine CC-Box ist da. Juhu, die Oktoberbox meiner wunderschönen CC-Make-up-Leidenschaft. Stillenden Box ist angekommen. CC ist eine chinesische Make-up-Marke mit Sitz, Lager in Hongkong. Die versenden ihre wunderschönen Artikel auch als Monatsbox. Aktuell bezahlt ihr 41,95 € pro Monat. Ich weiß, die teuerste Box, die ich habe. Oh, was habe ich hier? Ich habe Lippenstift getestet. Schön. Wunderbar. Genau, 41,95 € sind es mittlerweile. Wir waren mal günstiger, aber wie alles, ja, werden auch diese Preise teurer. CC, ist eine Make-up-Marke, die wunderschönes Packaging hat. Also wenn ihr meine Videos schon öfter gesehen habt, dann kennt ihr das schon. Ich habe euch hier mal die Playlist reingehauen. Wunderschönes Packaging, wunderschöne, kreative, aber stilvolle, nicht zu kitschige Sachen. Dabei auch noch richtig gut funktionierendes Make-up. Ja, Punkt. Hergestellt in China, aber cruelty-free. Versand aus Hongkong. Lieferzeit meistens so 10 Tage ungefähr. Bei CC läuft das ziemlich, wie heißt es denn? Nachvollziehbar ab. Ihr bekommt eine E-Mail, dass übermorgen Geld abgebucht wird. Ihr bekommt eine E-Mail, dass das Geld abgebucht wurde. Ihr bekommt eine E-Mail, dass das Paket losgeschickt wird. Dann bekommt ihr eine E-Mail mit der Tracking-Number und könnt alles genau nachverfolgen. Funktioniert super. Ihr könnt, wenn ihr ein bisschen sparen wollt, auch noch verschiedene Monatsabos abschließen. Es gibt ein 3-Monats-Abo, ein 6-Monats-Abo und ein 12-Monats-Abo. Genau. Und ihr spart dann, ich glaube, bis zu 20% insgesamt. Könnt ihr mal schauen. Ich habe hier unten auch einen Link mit einem Code. Ihr könnt mal schauen, ob es funktioniert. Es hat mal nicht funktioniert, dass man darüber Rabatte bekommt, aber zwischendurch dann doch. Also versucht es einfach mal. Geht über den Link unten auf die Seite, dann ist mein Rabattcode schon hinterlegt. Und dann versucht es mal, wenn ihr mögt. Ihr könnt ja, wenn es nicht klappt, immer noch auf Abbrechen drücken, ne? Aber falls ihr mal schauen wollt, was CC so liefert hat und womit CC mich eigentlich begeistert, dann schaut euch gerne das Video zu Ende an. Wir packen jetzt aus. Achtung, ich gucke jetzt nicht in die Kamera, weil ich mich nicht spoilern lassen will. Ich glaube, ich habe sie auch falsch rum. Das sind die Verpackungen von CC. Da drin sind die lieben, schönen monatlichen Produkte. Meistens eine Lidschattenpalette, mindestens eine Lidschattenpalette, muss man mittlerweile sagen. Und noch 4 andere Sachen wie, ja, mal schauen, Blush, Augenbrauenstift, Primer, Highlighter, was wir alles Schönes haben da. Ich sag's immer wieder, CC ist mein schlechte Laune-Killer. Wenn ich schlechte Laune habe, dann scrolle ich einfach durch die Seite und freue mich und stelle mir vor, was ich mir alles kaufen würde. Kaufe dann meistens weniger oder nichts. Aber einfach, um die Stimmung einmal aufzuhellen. Macht das gerne. Wie gesagt, Link ist unten. Und jetzt schauen wir mal, was wir im Oktober bekommen. So, ich will mich nicht spoilern lassen. Ich packe erstmal das hier aus, denn hier ist, glaube ich, nicht die große Palette drin. Meistens ist eine 9er-Palette drin oder eine andere, eine große Palette. Die packen wir zum Schluss aus, okay? So, wir haben hier diese wunderbaren Verpackungen. Und ich wundere mich gerade schon, was das ist. Sieht aus wie was zum Naschen. Okay, oh, wie spannend. Sehr schön, auf jeden Fall was ich noch nicht habe. Das sind so wunderbare Verpackungen, die tatsächlich bruchsicher sind. Also mir ist noch nie was kaputt gegangen. Ich habe sie auch schon zweckentfremdet. So, was haben wir denn hier? Das sieht aus wie was zu naschen. Wir haben The British Museum und CC. Das hier ist Alice im Wunderland, ihr Lieben. Das ist die British Museum. Oh, ich bin so richtig gespannt gerade. British Museum Reihe. Hier ist Alice im Wunderland. Hier ist Humpty Dumpty. Der auf der Mauer sitzt, das eine, der nicht runterfallen darf. Eye and Lip Make-up Remover Wipes. Yes! Oh, jetzt kann ich das gar nicht aufmachen, oder? Ich muss es aufmachen. Ist das cool? Also hier ist so ein Sticker drauf.
Ich schau mal, ob ich das online finde. Ich versuche euch ja immer den Preis einzublenden. Blenden? Ja, blenden. ich schau mal, ob ich es finde. Hier habe ich jetzt gesehen, Eye Lip Make-up Remover Pads. Ja, so fühlt sich auch an. Ich muss es aufmachen. Ich kann nicht. Dann schauen wir uns das mal an und dann verwende ich sie halt gleich. Nützt ja nichts. Ist schon abends, ihr seht es, alles dunkel hier. Oh, eine Schere. Oder gehst du wieder zu? Bist du wieder verschließbar? Nein. Wie spannend. Ich muss das jetzt aufmachen. Es nützt nichts. Und dann wird es direkt heute verwendet, denn es ist schon spät. Ja, schaut mal. Das sind getränkte Pads. Das sind richtig viele. Also so sieht eins aus. Das sind wirklich viele. Also da sind, ich weiß nicht, 30, 40 Stück drin oder so. Wahnsinn. Ich werde das gleich mal in eine Dose packen, dass das wieder verschlossen ist quasi. Und dann können wir das gleich mal ausprobieren. Es riecht zitrisch. Oh schön, es riecht frisch. Ach, dann kann ich ja gleich mal hier meinen... Ich habe es eben mit Desinfektionsspray versucht. Habt ihr das gesehen? Ah, jetzt seht ihr. Vorführeffekt. Da ging es nicht ab. Und jetzt bin ich hier mit dem Vibe einmal drüber. Funktioniert. Cool. Habe ich noch nie gehabt. Kenne ich auch gar nicht. Noch nie gesehen. Yes, yes. Ich liebe neue Sachen. Ich liebe neue Sachen. Das war das Erste. Oh, jetzt haben wir hier was... Wunderschönes. Das Ding ist schon leer, denn hier war was Fettes drin. Ist es richtig rum? Wartet mal hier. Palace Identity. Wenn wir rot-gold sind, sind wir bei Palace Identity. Das ist auch eine Reihe von CC. Jetzt hatten wir eben das British Museum. Das geht nicht. Jetzt kommt die Schere. Wir hatten die British Museum Reihe. Da gibt es zum Beispiel Alice im Wunderland. Im Wunderland. Ihr wisst Bescheid. Im Wunderland. Dann gibt es die Palace Identity Reihe. Da habt ihr hier auch noch. Schaut mal. Das sieht immer so schön edel aus. Sowas hier. Oh. Wunderschön, wunderschön im Gold. So, wir schauen mal, was wir hier haben. Ich habe es schon mal gesagt, mein absoluter Traum ist ja dieser Blush. Dieser Peony Blush mit der Pfingstrose ist das, glaube ich, ne? Also wenn der... Es ist schon spät, ich darf heute nicht schreien. Ich muss vorsichtig sein. Schaut mal bitte, wie schön das eingepackt ist. So, dann ein Säckchen. Oh Gott. Oh Gott. Er könnte es sein. Ich habe nicht vorher geschaut. Es ist wieder sowas. Okay. Ist es wieder? Ich mache das hier mal ab. Es geht nicht ab. Aber es sieht nicht so schön aus, wenn es jetzt hier dran hängt. Könnt ihr damit leben? Nee. Naja. Okay, schöne Gesichter kann sie auch machen. Das wollen wir ja gar nicht. Darum geht es hier gar nicht. Wir schauen jetzt mal, wie dieses wunderschön... Ich zeige es euch erstmal. So wunderschön sieht das aus. Das ist Plastik. Das ist goldrot. Hier haben wir einen schönen Anhänger dran. Halt still. Palace Identity. Und dann... Schauen wir mal, wie es von drinnen aussieht. Badam! Oh, es ist wieder Kontur. Oh, habe ich die nicht schon? Palace Identity C01 Peony Kontur, die Pfingstrosenkontur. Wer bist du? Okay, es ist auch Kontur, Blossom Kontur. Ach so, in Taupe Braun. Ah, okay, es ist tatsächlich eine andere. Ja, stimmt. Das ist die, die ich schon habe. Und das ist die, die wir jetzt haben. Und die gibt es tatsächlich auch als Blush. Diese wunderschöne, das sieht so schön aus, Leute. Ich rede ein bisschen leise, ne? Und nein, müsst ihr... habt ihr jetzt extra euren Ton lauter gemacht? Ich krieg's nicht auf. Weil ich so leise bin hier heute, es tut mir leid. So, da ist es. Schaut mal. Das ist richtig erhaben. Das... Oh. Da sind so kleine Körner drauf. Seht ihr, wie detailliert das ist? Das sieht richtig echt aus, als ob da so... Also dieses Staub, der Blütenstaub, wie heißt das? Ihr wisst, was ich meine.
Das ist Goldstaub. Das wird tatsächlich auch ziemlich schnell abgehen, habe ich schon bei dem anderen gemerkt, weil das wirklich nur so oberflächlich drauf ist, wie richtiger Staub. Und hier, das sieht auch so, das sieht so echt aus. Das ist total erhaben. Spannend. Oh, jetzt habe ich schon zwei davon. Wunderschön, oder? Eine Kontur haben wir jetzt. Okay, ich fasse mal noch nichts an. Hier haben wir die Folie wieder drauf. Hier ist ein Spiegel, da ist noch Folie drauf. Ganz genau. Und dann kommt es wieder zurück ins Säckchen. Schön, oder? Oh, ich bin jetzt irgendwie gar nicht so aufgeregt. Ist das schlimm? Ist das schlimm? Es tut mir leid. Es ist nur, weil es schon so spät ist und ich gar nicht so rumschreien will. Oh, mein Handy-Akku ist auch fast leer. Na, das passt ja super. Kriegen wir aber noch hin. Ich packe das hier wieder rein. Wunderschön. Wenn die Verpackung schon mal so schön ist, stellen wir das hier hin. Der Kürbis muss weichen. So, dann nächste Verpackung. Wir haben erstmal hier etwas. Sisi, natürlich. Das ist wieder die Living Color Folie-Reihe. Die ist so holographisch. Jetzt haben wir diesmal ein Imprinting Lipstick. Ein Lipstick. Ich möchte wissen, welcher. Die haben so wunderschöne, habe ich schon erzählt. Ja, wenn ihr die andere Reihe gesehen habt von mir, also meine Playlist durch habt, ich habe da, soll ich den jetzt auch zeigen? Der steht hier zur Deko. Schaut mal bitte. Dieser wunderschöne Drache passt auf meinen Lippenstift auf. Wie schön ist der? Ich mache hier nur komische Gesichter. Auweia, seltsames Video. Ich hoffe, ihr seid noch da. Ich packe, während ich euch das erzähle, diesen Lipstick aus. Ich bin total gespannt, wie er aussieht. Es ist halt tatsächlich alles nochmal einzeln eingeschweißt. Manchmal haben wir noch drumherum so ein bisschen Abreißpapier, dass es schneller geht, aber nicht immer. Und nun. Oh, der ist aber groß. Ein riesengroßer. Guckt mal, das ist ein Lipstick. In der Farbe N03. Schauen wir mal. Huch, das sieht aber edel aus. Ein richtiges Rot. Ein richtiges Rot. Den trage ich jetzt nicht auf. Dagegen sehen meine Haare jetzt gerade sehr blass aus. Die Farbe wird sich jetzt auch regelmäßig ändern. Jetzt haben wir gerade einen kleinen Verlauf drin. Und bald wird es wieder knalliger werden. Wer kann, der kann oder so. Naja. Okay, auf jeden Fall ein wunderschöner roter Lipstick, bitteschön. Ganz simpel rot. Riecht nach nichts. Aber sieht toll aus, ne? Der sieht echt schick aus. Okidoki. Kenne ich gar nicht. Kenne ich tatsächlich nicht. Auch, aber ich suche euch alles raus. Wenn ich nichts. Also doch, ich finde was. Ich finde was. Dann haben wir hier eine kleine Katze. Schaut mal. Ich schätze fast, das ist eine kleine Eyeshadow-Palette. Dann hätten wir zwei. Oh, ich musste schon gucken. Das ist auch schlimm gerade, ne? Wenn das hier so liegt. Oh, der Seitenblick. Auf die zweite Palette. Also, wir haben hier etwas Kleines. Das sieht ja für mich aus wie so ein Quadro. So eine kleine Viererpalette. Aber schauen wir mal. Auch wunderbar eingepackt. Nee. Oh nee, was bist du denn? Oh, schaut mal, richtig edel. Warum ist da eine Katze drauf? Wir schauen mal rein. Oh nein! Ach, da seht ihr den Spiegel, der ist nicht abgeklebt. Nein, wie süß ist das denn? Wow, das ist ein Blush. Alles gut. Nein, ist der süß. Schaut mal. Das ist ein richtig schöner Blush, der glitzert nicht, der ist matt, was ich wunderbar finde. Wir haben hier ein richtig helles, weiches Rosé, ein fast schon pfirsichfarbenes Rosa. Das sieht gar nicht so krass aus in der Kamera. Hier so ein kühles Rosa. Insgesamt sind das sehr kühle Töne, was ich super finde. Ich bin für kühl. Und das ist ein richtiges Braunrot. Richtig cool. Oh, gefällt mir sehr gut. Schaut mal, brauche ich jetzt auch gar nicht viel zu sagen. Das ist eine Katze, die sich hinter Blättern versteckt, ne? Wie süß, das war die Verpackung. Nein, wie süß bist du. Oh, das finde ich ja schön. Und wenn ihr es zumacht, ist es richtig edel. Wunderschön, oder?
Ich habe ja wirklich immer Angst, ne? Also wenn ihr auf der Seite seid, seht ihr das. Es gibt eine Auswahl, aber es gibt jetzt nicht unendlich viel Auswahl. Und ich habe immer Angst, dass sich so langsam wiederholt. Aber schon wieder nicht. Schon wieder nicht. Yes. Und jetzt kommen wir zum letzten Schmuckstück. Eine Eyeshadow-Palette. Bitteschön. Gut eingepackt. Habt ihr gesehen? Wir haben die Scarabeus-Palette. Heißt du so? Ich glaube schon, ne? Das ist wieder eine Fireworks-Palette. Wir haben jetzt wirklich schon... Oh, hier sieht man, wie sich die Kerze spiegelt. Schön. Wir haben jetzt wirklich schon einige Eyeshadow-Paletten. Ich glaube, ich habe jetzt... Ich glaube, das ist jetzt die fünfte. Und vielleicht habe ich dann jetzt langsam auch alle. Schauen wir mal. Wir machen sie mal auf. In der Regel sieht die wunderschön aus und ist eigentlich was für Make-up-Anfänger, würde ich sagen. Oder was heißt Anfänger? Vielleicht einfach... Jungs und Mädels, die sich gerne schminken, aber nicht unbedingt immer knallbunt geschminkt aussehen wollen. Das heißt, wir haben wunderschönes Packaging. Eieieiei. Gott, ist das schön. Puh. Und dann oft ganz gedeckte, natürliche Alltagsfarben. Wollen wir mal schauen, ob diesmal auch? Wollen wir mal schauen? Hier haben wir wieder die wunderschöne Folie, ein abgeklebter Spiegel. Und die Folie ist weg. Da sind sie tatsächlich. Schaut mal, das sind Farben, die könnt ihr jeden Tag tragen. Da ist sehr viel Glitzer dabei. Hier ist aber auch echt ein Pop-up, ne? Also der ist, seht ihr das? Ich gehe mal nah ran, da sind nämlich krasse, also glitzern können die. Da sind oft auch richtige Partikel, die ihr quasi mit einem Primer ankleben müsst. Aber es sind auch richtig schön matte, kühle Farben dabei. Was ich super finde. Wir haben quasi hier Glitzer und der ist ein Glitzer. Der ist ganz cool, der ist so ein Kopperton. Und hier haben wir matte Töne. Hier ist auch ein matter Ton. Oh, die gefällt mir gut. Das sieht hier ganz hell und weich aus, aber auch schön gut was zum Vertiefen und Verdunkeln. Und so kleine Pop-ups hier dabei. Sehr schön. Was sagt ihr? Was sagt ihr? Und ich glaube, meine Sammlung ist vollständig. Mal schauen, ob noch eine fehlt. Ich glaube, es sind nicht fünf. Ich glaube, es sind tatsächlich sechs oder mehr. Hm. Gut, ihr werdet es sehen. Sehr schön. Dann haben wir das auch. Also, wir wurden wieder nicht enttäuscht, würde ich sagen. Oder kriege ich sie wieder rein? Ich lasse sie draußen. Was soll's. Wir haben also diese Make-up-Tücher. Mega cool. Entferner-Tücher. Richtig cool. Ja, Achtung, ja, es sind keine wiederverwendbaren Pads. Finde ich cooler, benutze ich auch eigentlich nur noch. Aber für so Swatches wegmachen und so finde ich die ganz cool. Ich glaube, ich werde mir wirklich jetzt so eine kleine Dose machen, die da reinpacken. Und die riechen so schön frisch. Jetzt liegt das hier auch noch. Das ist echt angenehm. Ich habe jetzt gar nichts geswatcht, ne? Aber hier hat es ganz gut funktioniert. Soll ich mich jetzt auch abschminken für euch? Nö. Genau, finde ich super. Der Lippenstift ist so ein richtig schön neutral, also richtig schöner, roter, stylischer, wie heißt das, so ein zeitloser Lippenstift, finde ich auch schön. Kontur ist immer gut. Was war das? Rouge. Stimmt, das Rouge, das war auch richtig schön mit der Katze, ne? Für Katzenliebhaber. Und die Scarabeus-Palette haben wir. Also Gesamtwert ist da. Bäm. Ihr zahlt, wie gesagt, 41,95 jetzt aktuell im Monat oder weniger, wenn ihr diese Abo-Varianten durchgeht. Oder mit meinem Code unten könnt ihr auch einzelne Sachen kaufen und spart damit, ich glaube, 15%. Probiert euch durch. Probiert euch durch oder scrollt einfach durch die Seite und genießt es. Lasst euch da berieseln. Und ich höre jetzt auf. Ich freue mich. Ich werde gleich mal ein bisschen was ausprobieren. Und das schreit schon wieder nach einem nächsten Fullface, ne? Oh. So viele CC-Fullface habe ich schon gemacht. Ich weiß auch nicht. Ich muss aufhören. Genau, ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr wurdet nicht enttäuscht. Und bitte, bitte lasst euch nicht ärgern. Tschüss.